Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es wieder einen Haul für euch und zwar das Ganze diesmal zum Thema Valentinstag. Und ihr seht schon, ich habe hier mal so ganz klassische, super einfache Deko-Sachen eingekauft. Zum Beispiel hier von Katjes, die Glücksgefühle, finde ich sehr niedlich. Da sind Kleeblätter dabei und auch kleine, total süße Herzchen. Die könnt ihr hier schon einmal sehen. Total schön, vielleicht als Cupcake-Deko oder auch für anderen Kuchen. Total süß. Und die finde ich auch total cool. Das sind so Pärchenbärchen. Das sind Gummibärchen, die sich an den Händen halten. Finde ich auch total niedlich für den Valentinstag. Das eine ist süß, das andere ist sauer jeweils. Und die sind auch relativ groß. Einfach dann so eins auf einen Cupcake oder vielleicht auch auf einen Muffin oder einen Keks drauf. Total niedlich. Und hier noch was ganz Rosanes. Ich habe mal die rosanen Smarties gekauft. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob es Limited Edition ist. Auf jeden Fall ist es die Prinzessin-Edition. Und in der Packung sind 150 Gramm drin und die sind alle rosa. Also vielleicht für so ein großes, schönes, rosanes Herz auf einem Kuchen. Oder wenn man das Ganze rosa gestalten möchte, total cool. Dann habe ich hier noch weitere Deko. Einmal die Deko-Herzen von Edeka. Die sind einmal in rosa dabei, mit den Löchern in der Mitte. Also ein größeres Herz mit einem herzförmigen Loch. Und dann sind da auch noch etwas kleinere weiße dabei. Auch total niedlich. Das sind insgesamt 60 Gramm. Und hier auch schon direkt schön auf einem rosa Cupcake, also auf einem rosa Frosting dekoriert. Total schön. Dann habe ich hier so eine Vierfachpackung. Die ist von Back & Dekor, Streudekor-Mix. Einmal hier mit weißen und roten Kugeln. Dann ist hier auch so eine weiße Kügelchenmischung und, ja, ich würde schon fast sagen, weinrote Streusel dabei. Auch wirklich sehr, sehr hübsch. Dann, die finde ich super niedlich, rote und rosane Herzchen und zwar richtig schön niedlich klein. Und das Ganze nochmal in groß. Weiße Herzchen und rote Herzchen, jeweils so ein bisschen glänzend. Die haben 3,99 € gekostet. Und dann habe ich hier noch von Ruf Red Fever. Auch sehr cool. So ein bisschen ähnlich wie dieses mit dem Weiß und dem Rostrot oder Weinrot. Nur hier ist das Ganze ein bisschen pinker. Also so rot-pinke Streusel, so Zuckerstreusel und mit Weiß und Rosa abgesetzt. Hier sind dann 85 Gramm drin und ich schaue einmal hier. Das sind insgesamt 155 Gramm. Die Red Fever Packung, muss ich einmal schauen, hat 1,19 € gekostet. Und zum Abschluss habe ich hier noch was Neues, was ich beim Einkaufen entdeckt habe von Picard. Das ist Frosting. Also in der Box, fertig angemischt, Dekorcreme, habe ich bisher in Deutschland nicht gesehen. Also ich kannte das aus amerikanischen Backvideos. Die hier ist mit Vanillegeschmack. Also man kann sie zum Einfärben und Dekorieren benutzen oder als Unterlage für Fondantdecken. Also richtig hübsch. Und ich bin ganz gespannt, wie sie tatsächlich schmeckt. Also ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Video von mir gesehen, wo ich Frosting selber gemacht habe. Es ist ja hauptsächlich mit Puderzucker, mit Margarine, mit Butter, vielleicht mit Frischkäse. Hier ist das Ganze mit Zucker, pflanzlichem Öl, kondensierter Vollmilch, Wasser, Stabilisatoren. Und dann geht die ganze Liste noch ein bisschen weiter. So, insgesamt 350 Gramm. Die Packung ist nicht so groß. Also für die Größe der Packung ist sie richtig schwer. 350 Gramm. Und ich muss sagen, sie war auch nicht günstig. Dachte, ich versuche das Ganze einfach mal. Ich teste es mal mit euch. Hat 4,29 € gekostet. Also für 350 Gramm relativ teuer. Wenn man selber Frosting macht, Puderzucker, Margarine, ist natürlich kein großer Kostenpunkt. Ich mache es mal auf, schaue mal rein. Also, hier einmal noch eine Decke drüber. Und ich habe hier es kommt direkt ein Vanillegeruch raus. Es riecht ein bisschen wie Eis. Hat auch die Konsistenz, würde ich fast sagen, von cremigem Eis, was so ein bisschen angetaut ist. Ich probiere es einfach mal. Ist lecker, super vanillig. Super süß. Schmeckt ein bisschen wie Vanilleeis.
Die Konsistenz ist wirklich angenehm. Ich habe sie jetzt nicht gekühlt oder so. Also, gefällt mir gut. Ich werde auf jeden Fall versuchen, damit was zu dekorieren. Das seht ihr wahrscheinlich morgen im nächsten Video von mir. Da wird es Cupcakes damit geben, denke ich. Ich würde auch sagen, ein bisschen in Richtung weiße Schokolade. Sehr cremig, sehr, also ja, durchaus lecker. Ich hoffe, sonst hat euch das Video auch gefallen und Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja auch schon einige der Sachen getestet. Vielleicht habt ihr auch schon gekauftes Frosting probiert. Schreibt mir einfach eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein, was ihr denkt, ob ihr das Ganze lieber selber macht oder ob ihr sagt, es ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass es das auch fertig zu kaufen gibt. Alles einfach unten reinschreiben. Wie gesagt, morgen wird ein Video damit kommen, wo ich Cupcakes damit dekorieren werde. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch super. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub. Tschüss!